Und das Faceforming war der allerletzte Baustein. Und das ist interessant, weil ich ursprünglich gedacht habe, na, das reizt mich jetzt am wenigsten. Und musste oder durfte mich eines Besseren belehren lassen. Faceforming ist das absolute Sahnehäubchen, sage ich jetzt mal, das i-Tüpfelchen der Methode. Und es ist lustig gewesen, weil ich damals für die Faceforming-Ausbildung gelernt habe und hatte gerade mein erstes Kind gekriegt. Und im Nachhinein weiß ich auch gar nicht, wie ich das geschafft habe, so viel zu üben dafür. Jedenfalls die letzten 3 Wochen vor der Ausbildung habe ich wirklich, ja, fast täglich bis zu 1 Stunde geübt. Und in der Zeit musste ich mehrmals nachts aufstehen. Und da haben mich Leute gefragt, du siehst so entspannt aus, was machst du? Und ich habe erst gedacht, die wollen mich durch den Kakao ziehen. Das kann nicht sein, die meinen das nicht ernst. Aber es war wirklich verblüffend, irgendetwas war anders. Trotz des Stresses, trotz dem wenig Schlafen. Und das finde ich so irre. Das ist wunderbar zu sehen, wie die Menschen durchs Faceforming eine andere Ausstrahlung bekommen, eine andere Frische ins Gesicht gezaubert wird. Und klar, es ist im ersten Moment ein Anti-Falten-Training für viele Menschen. Ich selber habe damit meine Querrillen aus der Stirn weggebügelt. Aber es ist viel, viel mehr. Und das ist so toll, das siehst du. Ich mache Workshops mit Menschen, so 3-Stunden-Workshops, und die sehen, wenn die nach Hause gehen, sehen die ganz anders aus. Und das finde ich so schön.